Mir fällt's nicht ein. Ich wollte aber gerne was erzählen. Ich überlege die ganze Zeit, aber ich habe nur ein Thema. Aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Es war ein Freitag, ein trauriger Freitag. Warum traurig? Weil an diesem Tag habe ich mein Heimatland verlassen. Es war nachts, meine Mutter hat mich geweckt und ich musste mich fertig machen, weil in einer Stunde mein Flieger fliegte. Ich habe mich schnell fertig gemacht und meine Familie umarmt. Und mein bester Freund ist auch mitgekommen zum Flughafen. Ich hatte ein komisches Gefühl. Ich war traurig, aber zugleich auch froh. Warum froh? Weil ich meinen Vater sehen werde, meinen Onkel und Cousins. Ich bin in das Flugzeug eingestiegen, ich setzte mich auf den Platz ans Fenster und schaute das letzte Mal mein Land an. In diesem Moment kommen Tränen. Wir sind in Deutschland gelandet und ich könnte es kaum erwarten, endlich meinen Vater zu sehen. Wir sind zum Auto gegangen und da war mein Vater. Ich habe ihn umarmt und mein Onkel und Cousins waren dabei. Wir sind alle nach Karlsruhe gefahren. Ich war müde und wollte schlafen, aber ich wollte bei meiner Familie bleiben und mit denen reden. Nach einer Woche habe ich mit meinem Vater eine Schule gesucht. Ich habe eine tolle Schule gefunden mit tollen Lehrern und tollen Freunden. Aber am Anfang war es für mich ganz schwierig, weil ich konnte kein Deutsch. Und ich habe mich allein gefühlt, weil ich konnte mit keiner reden, weil mich keiner verstanden hat, was ich gesagt habe. Aber mir war es egal, weil mein Ziel war, Deutsch zu lernen und mit meinen Freunden zu reden. Jetzt kann ich besser Deutsch, aber muss immer noch lernen. Ich wollte weiter über meine Gefühle erzählen. Ich denke immer an mein Heimatland, meine Familie und Freunde. Ich vermisse mein Heimatland. Wenn ich an mein Heimatland denke, werde ich immer traurig. Aber ich versuche immer an gute Sachen zu denken, was mich nicht traurig macht. Und das war meine Geschichte.